The applause, applause, applause. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them toss. Give me that thing that I love. Put your hands up, make them toss. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück beim nächsten Blubbels. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Okay. Ist das Wasser? Das ist Wasser. Okay, wir müssen hier. Ich muss da an den Schalter hin, der das Wasser ausschaltet, denke ich mal. Yep. Yep. Yeah. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Boah, ist das ein kleines Getröppel hier. Okay, da passiert nichts. Sieht auch nichts. Such gerade hier irgendwas. Wie sollen wir denn da hinkommen, bitte? Okay. Genau. Genau das wollte ich bezwecken. Yep. Yeah. Können wir nichts machen, dann gehen wir mal weiter. You will be hurt. Co-workers don't endanger others. The company replaces are costly. Signs investigated in progress. Yeah. Okay. Hä? Soll ich denn jetzt da reinkommen? Okay, warte mal. Irgendwo blubbert es doch bestimmt, oder?
Okay, es blubbert einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll, aber ich denke mal, wir werden es brauchen, wenn wir da hochkommen. Das heißt, was? Ah, okay, wir werden hier springen müssen. Aber inwieweit wir wohin springen müssen, weiß ich halt nicht. Da springen, da springen, da springen, da springen. Okay. Wow, wow, wow. Jetzt ab. Das schaffe ich nicht. Ich hab's nicht geschafft. Oh mein Gott. OMG. Hä, wie soll ich denn das dann schaffen, wenn ich da gar nicht rüberkomme? Ja. Oh. Okay. Das hier bringt ja gar nichts, ne? Okay. Ich überleg grad. Ich wäre es sinnvoll, wenn wir hier runterspringen und da oben raufknallen. Nein, das war der Verkehrte. Ah ne, das war richtig. Oh, okay, okay. Sprich. So. Und so. Uah. Boing. Yeah. Yeah. Von hier aus können wir weitere Sachen anklippern. Nee, geht nicht. Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Puffen fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Transportat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du dich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Ja. Ich glaube, ich muss den erst waschen, sonst springt er mir gleich wieder weg. Yay! Gut, dann ist das jetzt runtergekommen. Wir machen mal das Blaue weg. Ich weiß zwar nicht, wofür das gut ist, wo wir da überall hin klatschen müssen. Puh. Hier hinten werden wir auch kurz eins brauchen, damit wir da hoch können.
Ja. Wie kriege ich jetzt den Dingsbein ange... Ah, okay. Eventuell. Gut, meine Lieben, ich mache hier einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.